Oh. Oh, der Wind. Raubi! So. Wir stehen hier und singen. Da kommt keiner vorbei. Die Kamera wird dreckig. Ich hau mir gleich vors Ei. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist soweit, der Drasla Community Day. Und wir freuen uns richtig, denn 4 neue Shinies wird es geben. Sind wir wieder auf dem Weg zum Strich. Eben hat es noch geregnet wie Sau. Da haben wir schon gedacht, alles fällt ins Wasser. Deswegen habe ich mal aus Spaß das Auto da hinten geparkt. Dass wenn es dann wirklich richtig drascht, werden wir uns dann ins Auto setzen, an den Viererstop, ein bisschen da die Module anmachen, da ein bisschen chillen, da was mitnehmen. Und wenn nicht, jetzt sieht es ja einigermaßen gut aus. Werden wir wieder unsere Runden laufen, durch die City, durch die Caritas Gas und schauen, ob wir da einiges mitnehmen können. Aber gleich ist es um 4, müssen wir auch die Eier wieder reinhauen, die Freundschaften annehmen, Geschenke öffnen, sonst was. Und dann geht's los mit dem Drasla Community Day. Also euch viel Spaß und auch viel Spaß mit dem Video natürlich. So, da ist es 16 Uhr und was wir natürlich als erstes wieder machen müssen, ist erstmal ein Glücksei reinhauen. Das machen wir nämlich hier, damit wir gleich die Geschenke annehmen. Und Pupsi hat auch schon das erste Shiny. Halt's mal rein. Sieht man das? Super. Seht, saftiges Blau. So muss es sein. Jetzt gehen wir kurz mal auf die Freunde. Wir können nämlich noch gar keine Shinies holen. Müssen wir hier durchwühlen. Wen wir da haben, wer da noch Schönes aufsteigt. Und da haben wir zum Beispiel alles, was du willst, können wir annehmen. Der steigt auf zu beste Freunde mit 200.000 Erfahrungspunkten. Dann haben wir Fahrlaub, den öffnen wir auch mal. 200.000 Erfahrungspunkte. So, King Zapdos Junior auf die Dicken. Habt ihr gesehen, bei seinem Buddy einfach nur auf die Dicken. Den öffnen wir auch. 200.000, genauso wie den Dave, MC Zocker 2. Genauso aufgemacht, steigt auf. Der Hoffi glaube ich noch nicht. Und, achso, es sind noch welche bei Stufe 3 dabei, die suche ich mir jetzt noch schnell raus. So, da haben wir noch Stufe 3, den Joni, den können wir jetzt noch annehmen. Und da kommen die Tinkerbell und hüpft gleich an meinem Bein rum. Jo, Tinkerbell, alles wird gut, Hilfe! Und den Lift-Up-Raider, den nehmen wir auch noch an, da haben wir heute Bescheid gesagt, dass der noch aufsteigt. Ich glaube, das Spoofer-Girl können wir auch noch annehmen. Richtig guter Name auf jeden Fall, aus Budapest. Das waren, glaube ich, die, die jetzt aufsteigen mit Stufe 3. Jetzt gehen wir mal auf die Shiny-Jagd und gucken, ob da noch was Fettes dabei ist. Aber Eier muss ich auch noch reinmachen in die Brutmaschinen, denn ihr habt ja vierfache Eierbrutgeschwindigkeit. Jetzt kommen die ganzen Dinger hier rein. Egal, ich habe mir da heute noch was gegönnt. Ihr seht, 1,7 Kilometer für die großen 10er Eier. Also da geht es heute Schlag auf Schlag und vielleicht ist ja da auch noch ein Shiny aus den Eiern mit dabei. Jetzt laufen wir aber, glaube ich, mal los. Die anderen, die rasten nämlich schon wieder aus. Eigentlich stehen alle ruhig da und keiner sagt großartig was, aber man muss es halt immer übertreiben, wenn man den Ramses kennt. Immer, Mensch, jetzt gehen hier die ganzen Dinger rein, ich muss noch ein Ei da rein tun. So, jetzt sind wir gerüstet, jetzt geht's los. Boom, und da ist das erste Shiny, auch beim Ramses. Pupsi hat ja schon eins, der Brian hat auch eben schon eins gefangen. Da hinten habe ich auch schon gehört, ging auch schon eins los. Wir wollen es jetzt gleich mal hier live fangen mit der goldenen Himbeere. Ich habe gestern alle roten Bälle weggeschmissen, habe nur noch die gelben da gehabt, über 600. Und ganz besonders natürlich darauf achten, dass ihr mindestens ein männliches und ein weibliches bekommt, weil irgendeins hat ja eine andere Entwicklung und dass ihr euch da wirklich alles holen könnt. Das also ein männliches, sieht man hier an dem Penis und das andere hat natürlich keinen. Nee, ist es überhaupt, ja, das ist männliches, sieht man ja, mit blauen Haaren, wie ich es gehört habe. Sieht aus wie der Max, Grüße gehen raus, wo auch immer der heute ist. Hier geht es wieder richtig ab. Hier an die Ecke würden wir uns dann auch stellen, falls es wieder anfängt zu regnen, weil hier gleich 4 Module auf einmal sind. Aber mal gucken, wir melden uns dann. So, und das zweite Shiny ist auch da mit 266. Das können wir jetzt auch mal eintüten hier auf dem großen Account. Zwischendurch gingen auch die Eier auf. Da kam noch ein Bronzel raus mit 15 Angriff und ein Onyx mit 15 Verteidigung oder so. Wenn ihr das erlöst, ne, sind die anderen Werte auch auf 15. Das kann man gar nicht erlösen. Genau, habt ihr auch schon mal einen Onyx erlöst? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Jeder von hier vorne hat schon eins bekommen. Da hinten sieht es, glaube ich, nicht so dufte aus.
Wir können ja hier auch mal kurz drauf, das mal bewerten. Ja, das ist nix. Wir ziehen also weiter und gucken, ob wir noch eins bekommen. Bisher ist trotzdem die Spawnrate ein bisschen mau, habe ich gehört, von diversen Stimmen links und rechts. In einer halben Stunde gerade mal 30 Trassler gefangen. Aber wir gucken, wir hoffen natürlich, das wird noch besser. Und wir haben einen Doppel-Shiny bei Pupsi auf den Geräten. Wir gucken mal kurz hier, seht euch das an. 434 und 305, zwei verschiedene, aber trotzdem gleichzeitig Shiny. Richtig genial. Habt ihr auch schon mal einen Doppel-Shiny gehabt? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder letzte Folge bei Hydropi hatten ja drei Leute genau das gleiche Hydropi als Shiny in einer Reihe. Das sah richtig genial aus. Wenn ihr das auch schon mal hattet, schreibt es mal rein. Und das nächste Shiny ist da auf dem Großen mit 360. Wir können noch mal kurz gucken, wie das hier aussieht, ne? Wenn das ankommt und boom, der Shiny-Glanz sich drum rumzaubert. Das werden wir auch mal eintüten. Bei den anderen läuft es eigentlich auch relativ gut. Ich habe mir jetzt die Angewohnheit genommen, auf dem Zweithandy immer einen Account drauf zu machen, bis ich so 150 Trassler-Bonbons habe, dass ich das höchste dann entwickeln kann. Dann wechsle ich auf dem Zweithandy immer auf einen anderen Account bis 150 Bonbons, auf den anderen Account bis 150 Bonbons. Mit dem Großen mache ich alles. Und komisch, immer kurz nachdem ich mich umgewechselt habe, habe ich auf dem Umgewechselten auch direkt einen Shiny bekommen. Während es auf dem Großen jetzt immer noch ein bisschen gedauert hat. Die Eier gehen auch permanent auf, da nimmt man auch immer mal wieder was mit, tut immer gleich wieder ein neues 7er Ei rein, macht Geschenke auf. So kann das doch laufen, wunderbar, alles flüssig. Wir ziehen auf jeden Fall weiter, 17.18 Uhr, also noch fast 2 Stunden und gucken, ob da noch was geht. Und richtig genial, wenn ihr mal in die Nearby-Liste guckt, ihr seht, das sind sogar 2 Trassler-Raids. Das ist ja ganz neu, das gab es ja wahrscheinlich noch gar nicht. Nicht nur aus Raids am Community Day exklusiv, sondern auch aus Eiern. Hab schon von einem gehört in einer anderen Gruppe. Der hat irgendwie aus einem 10er-Ei ein Shiny Trassler bekommen am Community Day. Einfach so. Also richtig genial. Die können ja also nicht nur wild fangen jetzt, gleichzeitig auch am Community Day aus den Eiern, aus den Raids bekommen. Wer also keinen Bock hat, sich zu bewegen, legt sich da einfach unter die Brücke und raidet das Trassler weg. So kann man es nämlich auch machen. Ist sogar die neue Arena, das würde sich lohnen. 1000 Arena-Punkte, aber wir haben noch 1,5 Stunden Zeit zum Rumlaufen, was wir auch machen werden. Und es fängt schon wieder an, der Himmel zieht sich zu. Ich glaube, gleich fängt es wieder an zu regnen. Vielleicht werden wir uns ja heute doch noch mal ins Auto chillen und gemütlich da Lokmodul-Session machen. Wer weiß. So, der Plan ging natürlich richtig genial auf. Jetzt hat es nämlich angefangen zu regnen und alle haben sich da untergestellt bei dem Torbogen, sonst war es bei der Post und ich hatte schön das Auto hier geparkt. Wie ihr seht, kann man sich hier schön ins Auto jetzt setzen, hat dann die 4 Module hier, da sitzt auch ordentlich was rum und die Christel hatte sogar Glück. Die hat nämlich eben noch hier einen Shiny bekommen, das sieht man hier. Der Deffer ist auch jetzt, ja? Genial, zahl hier, Shiny und der Brian da, Shiny, also pfff. Man muss gar nicht rausgehen, man kann sich auch einfach irgendwo verfrachten und kann da alles mitnehmen. Ist natürlich eine gute Sache, da schlüpfen zwar nicht die Eier, aber ich habe eh keine... Also ich kann eh keine... Nein, ich habe eh keine... Ich habe zwar noch Brutmaschinen, aber ich kann keine Geschenke mehr öffnen und keine 7er Eier mehr annehmen. Also würde da eh nur Gurken reinkommen, brauchen wir ja nicht. Gut, wenn es regnet, setzt ihr euch auch immer ins Auto, schreibt es mal in die Kommentare. Oder was macht ihr am Community Day, wenn schlechtes Wetter ist? So, und durch Zufall ist hier natürlich auch noch ein Team Rocket Stop. Oh verdammt, das ist ein Mankey und kein Stop. Und solange es regnet, weil es nämlich gerade aufgehört hat und der Brian immer noch draußen um sein Leben kämpft, wollen wir mal, ich habe schon wieder das Mankey erwischt, kurz gucken, was hier im Team Rocket Stop drin ist. Ihr wisst ja, es ist eine neue Welle da an Bockamons, die da rauskommen können. Hast du Angst vor unsichtbaren Kräften? Traumato. Traumato. Wir nehmen mal... Bis Knirscher. Despota. Zack. Das müsste ja gut gehen eigentlich. 1, 2, 3. 3,98er. Und gucken mal, wie das ausschaut. Hätte ja auch sein können, dass Trassler da ist, weil da stand ja auch demnächst und vielleicht wurde das ja jetzt auch zum Community Day eingeführt. Habt ihr heute Team Rocket Stops gemacht? Habt ihr vielleicht sogar einen Krypto-Trassler angetroffen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Irgendwie ist die ganze Stadt nämlich gerade voll mit
Krypto-Stops, aber wir sitzen ja hier gefangen im Auto. Und nach dem Traumado kommt ein Hypno. Können wir gleich mal hier das Minispiel machen, hoffe ich. Was? Ich hab's gefangen. Oh, sie hat's schon gefangen. Super. Mit Ente. Wir machen Entai hier weiter. Und mit Entai, Hentai und Grauton. Mit Originalton, mit O-Ton. Mit O-Ton. So, nach dem Hypno kommt bestimmt noch ein Hypno. Genau. Wir haben auch schon wieder Knirscher voll. Können wir noch mal draufhauen. Ich leg das mal hier hin, damit ich da. Ah, jetzt habe ich es komplett verkackt. Jetzt wischt es erst. Das war ja gar nichts. Gut, man sollte nicht mit einer Hand PvP machen und Dinger bekämpfen. Und vor allem, wenn das Handy vorher nass geworden ist und jetzt alles klebt. Ging aber ganz einfach, also mit Despo da bis Knirscher. Stellt euch mal kurz dahin, solange wie wir das noch fangen wollen. Ich brauche ein Nickerchen. Und das müsste auch der 50. Rüpel gewesen sein, der 100. genau. Das gibt jetzt also noch die Silbermedaille. Und wenn wir noch eins erlösen, ihr seht euch, die Medaille haben wir jetzt natürlich schon. Hey, das ist ja ein Hypno, was da rauskommt. Du hast ein Traumado bekommen? Ja. Ich habe ein Hypno. Weil ich so heftig der Boss bin. Also ist wahrscheinlich doch unterschiedlich. Oh, der Ball hängt sich auf. Ja, das ist die Strafe. Aber bisher hatte ich immer 7 Bälle. Jetzt eben durch die Silbermedaille gibt es noch einen 8. Ball dazu. Wenn ich noch ein Pokémon erlöse, habe ich auch bei Erlöser die Silbermedaille. Müsste dann beim nächsten 9 Bälle bekommen. Das bewerten wir auch ganz kurz. Ja, ist nicht so cool. Aber wo ist die Medaille? Gib mir los! Keine Medaille. Boom! Glückwunsch! Du hast eine Medaille verdient. Besiege 100 Team Go Rocket Rüpel Silber. Sehr genial. Und dann machen wir gleich noch was, das was vollständig ist. Krypto. Machen wir hier nach Nummer sortiert. Da hatte ich doch irgendwo noch was Kleines. Genau hier so ein Radfratz können wir uns noch nehmen. Können das noch erlösen. Und dann müssten wir auch da die Silbermedaille bekommen für 50 erlöste Pokémon. Ihr braucht ja da glaube ich 500 für Gold und bei den Kämpfen eben 1000 für Gold. 1000 mal kämpfen, das ist einfach so richtig behindert. Und wie sieht's jetzt aus? Genau, Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Die nächste, erlöse 50 Krypto-Pokémon. Du kämpfst noch? Sehr schön. Wir suchen jetzt weiter Shinies. Eigentlich hat's aufgehört, vielleicht gehen wir gleich wieder raus und melden uns dann nochmal zurück. Bam, 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 bam. Kleines Kaninchen. Ein Eboli und ein Eboli, richtig genial. Bleibst du drin, bist du verrückt? Siehst du nicht die Street? Die ist viel zu brutal für dich, kleinen Dog. Hier, nimm ein Stück Sitz. Tja, die Christel fragt sich gerade, wieso kann sie keins anklicken? Und das haben wir eben nämlich schon mal bemerkt, als von 16, 17 Uhr der Wetterwechsel war, haben alle auf ihre Handys getippt und haben das Trassel angetippt und es ist nichts passiert. Und da mussten alle die App neu starten, damit sie die wieder antippen können. Jetzt 17 zu 18 Uhr gab es wieder Wetterwechsel, volle Stunde um und plötzlich, ich kann meins wieder nicht antippen. Und wieder müssen alle die App neu starten. War das heute auch so bei euch? Müsst ihr auch die App neu starten, wenn Wetterwechsel ist? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ist aber schon komisch. Vorhin hätte man denken können, ist nur Zufall. War aber bei allen so. Und jetzt ist wieder Wetterwechsel und es ist wieder so, es geht nichts mehr. Man muss die App neu starten, damit man überhaupt die Dinger wieder andrücken kann. Niantic, was hast du da wieder gemacht? Ja, mal, hab ich aus dem Siebner bekommen. Ein Siebner, Togepi. Togepi. Ja. Togepi. Togepi. So, und das nächste Shiny ist auch da mit 246. Das Bekannte, immer wenn man anfängt zu reden, dann sind alle ruhig. Die wollen ja nicht stören, ne? Und ich denke, redet ruhig weiter. Das ist so komisch, wenn es immer so still ist im Hintergrund. Aber das nächste mit 246, das tüt mir jetzt auch mal ein. Du hast Angst, dass das alleine da steht. Ja, man hört ja Leute ohne Schuhe im Hintergrund reden. Und das passt ja dann. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet, was sie überhaupt für Geschlechter haben. Weil wir brauchen ja trotzdem immer noch männlich und weiblich. Bei dem Trassler ist das ja ganz wichtig. Das ist jetzt männliches, ich weiß gar nicht, ob ich weiblich habe, aber das gucken wir dann am Schluss. Wir haben nämlich jetzt noch eine halbe Stunde und ja, würde ich sagen, wir machen mal hier so einen Umschwenk. Ramses, der steht hier nicht alleine rum, der ist nicht schizophren und redet mit sich selber.
Da ist auch noch eins drauf. 317. Und auch männlich natürlich. Ich hatte vorhin 421. Ja. 421. Wer bietet mehr? Gut. Wir laufen aber weiter. Hier ist noch Rocket Stop. Vielleicht können wir da noch was mitnehmen und melden uns dann nochmal am Ende. So, dann haben wir noch einen 322er Trassler. Das wollen wir jetzt mal mit goldener Beere fangen. Warum, zeigen wir euch gleich. Haben wir noch hier über 500 gelbe Bälle. Hoffen wir, das bleibt drin. Das ist nämlich das Gute, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Da kann immer mal jemand Bescheid sagen, wenn irgendwo was Saftiges sitzt. Hey Hong, verklag mich doch nicht, nur weil ich Safte gesagt habe. Und wir bewerten es mal und ihr seht, boom, ein 98er mit Angriff 15, Verteidigung 15, KP auf 14. Am 3.8. in Römhild. Ich bin gar nicht in Hildburghausen, ich bin in Römhild. 98er mitgenommen. Wäre cool, wenn das bei jemandem shiny gewesen wäre. War es leider nicht. Wir haben jetzt immer noch 20 Minuten ungefähr. Und boah, die Sonne, die brennt schon wieder. Daran machen wir noch den Abschluss, entwickeln noch. Und boah, dann ist es eigentlich gleich schon vorbei. So, und wie beim letzten Mal, das ist man ja schon gewohnt, die letzten 10 Minuten werden am Strich gesessen und gegammelt. Beim letzten Mal war es auch so, einfach noch zwei Shinies beim Sitzen bekommen. Jetzt auch hier noch ein Shiny durchs Sitzen bekommen. 341, das tüten wir auch mal schnell ein. Wir sind dann gespannt, ob das jetzt ein männliches oder ein weibliches ist. Sonst würde ich mir sogar von dem zweiten Account das höchste weibliche rübertauschen und bei mir hier das höchste männliche entwickeln, damit ich auch trotzdem noch ein paar übrig habe, die ich selber abgeben kann und anderen tauschen, falls sie keins bekommen haben oder da irgendwo Bedarf ist. Und ja, ich habe eh gesehen, auf dem zweiten habe ich viel mehr als auf dem großen. Das ist jetzt also ein männliches. Wir können das jetzt auch mal kurz bewerten. Ja, das ist schlecht. Jetzt sind es auch nur noch 3 Minuten. Oh, hier sitzt auch noch eins. Das ist aber nix. Deswegen fliehen wir einfach mal kurz, tippen das noch an. Was? Wenn ihr das verstanden habt, schreibt's mal in die Kommentare. Und wir sehen hier einfach, ja, oh, nix. Ich gehe mal kurz schillernd ein. Wir gucken uns mal kurz. Schillernd. Die letzten an. Ihr seht, das höchste ist 360. So, das war schlecht. Das war schlecht. Das hat Angriff 15. Ist ein weibliches. Hey, da würde es ja sogar fast noch passen. Und das weibliche wollen wir jetzt einfach mal kurz durchentwickeln für das Video. Dann können wir noch die kleine Abschlussrunde machen. Gucken kurz, wie viel jeder hatte. Bei mir sind es also insgesamt jetzt 5 Stück gewesen. 3 Stunden lang gespielt für 5 Stück. Auf dem kleinen Handy habe ich schon 7, obwohl ich insgesamt nur 1 Stunde gespielt habe. Mit dem anderen Account eine halbe, mit dem anderen Account eine halbe. Da habt ihr das Kirlia. So, und jetzt machen wir noch eins für das Gaudevoir. Gaudevoir. Wer so heißt, der hat auch sein Leben satt. Aber das andere kann ich gar nicht aussprechen. Wie heißt das nochmal? Tinkerbell. Gala Gladi, Gladius. Kennt ihr nicht Gladius? Vom NR Battle, Groudon, genau. So, dann haben wir das auch. Das Gardevoir. Mit 2149 und Synchro-Lärm. 2x80 gespalten. Wunderbar. Wir werden uns jetzt noch von dem anderen, von dem Kleinen, was rübertauschen und dann das Weibliche entwickeln. Und das können wir eigentlich direkt machen. So, und haben jetzt eins gefunden, haben auf Trade genannt. Das war das höchste auf dem anderen, das weiblichste und höchste. Das weiblichste. 600, haben wir den Spezialtausch heute aufgehoben. Leider keine Glücksfreunde da, aber ich brauche das ja eh erstmal in der normalen Form, dass ich das so haben kann. Und da ist mir das Lucky eigentlich nicht so wichtig. Das werden wir jetzt auch gleich entwickeln. Da werden wir aber mal den Namen hier fortmachen, damit ihr dann seht, wie das heißt. Wenn wir es nicht aussprechen können, müssen wir es halt so upscreenen. Und leider stehen wir jetzt hier in dem blöden Tunnel mit blöden Lichtverhältnissen, weil draußen regnet es schon wieder wie Suppe. Und das GPS-Signal ist auch schon fort. So, damit also das Drassler zu Kirlia entwickelt. Und natürlich müsste jetzt der Schatten unten da sein. Richtig genial. Und ein Sinostein zu, wie heißt es nochmal? Galagladi, Bruder. Glagla. Dann verabschieden wir uns auch. Wir werden mal gucken, vielleicht von den anderen noch ein paar entwickeln, von den normalen, das höchste, vielleicht das 98er oder irgendwas anderes. Vielleicht noch ein bisschen was pushen.
Man kann es auch einfach nach dem Event entwickeln. Die Attacke ist eh nicht so krass. Aber jetzt habt ihr das Galagladi auch noch als höchstes und richtig schön dunkelblau statt grün mit 2270. Was? Wie viel hat man? Was? Ach, wie viel? Mann, scheiß Gesicht. Das ist eine richtige Algifratze. Das heißt jetzt, wie viel? 5 oder 6 auf 3 Accounts insgesamt. 5 oder 6, super. Auf dem waren es 8 und auf dem 11, also insgesamt. 7 und 1 mal 9. 1 mal 7, 1 mal 9, mein Deferes, wunderbar. Also jeder hat mehr als ich, wunderbar, so muss es natürlich laufen. Das war's, wir verlassen euch heute. Mit super Wetter, wie ihr seht, also es rascht in Strömen. Schön, dass es jetzt wieder heftig anfängt, dass wir hier gefangen sind und nicht nach Hause gehen können. Wie war euer Trassler Community Day? Hattet ihr Spaß? Wie war das Wetter? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Was war euer Bestes natürlich? Was habt ihr entwickelt? Habt ihr alle Formen bekommen, die ganze Familie? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.